Tester, Herr Rach, was ist denn Ihr Lieblingsessen in diesem neuen Jahr? Haben Sie schon eins ausgesucht? Oh, Lieblingsessen. Ich bin Gott sei Dank so multitasking und multigeschmacksvoll. Ich liebe gutes Essen generell. Das muss nicht teuer sein, aber das Produkt muss einfach gut sein. Und wenn es dann handwerklich gut gemacht ist, dann liebe ich es, bis auf Kapern. Die hasse ich. Kapern hassen Sie. Was ist denn in Hamburg gerade so angesagt bei den Restaurants? Wo würden Sie da hingehen als Erstes? Oh, es gibt natürlich großartige Restaurants in Hamburg. Also ich finde zum Beispiel gerade auch in dieser Zeit mit den ganzen Flüchen, das Hala am Besler Platz ist ein libanesisches Restaurant, grandios. Die machen wunderbares Essen, lecker, wirklich in arabische Köstlichkeiten. Oder auch die Flottbecker Schmiede, da wird portugiesisch gekocht, das ist großartig. Aber auch Hamburger Laden wie zum Bäcker unten am Strandweg, wenn man echte Hamburger Küche mit Hamburger Flair an der Elbe haben will, dann dorthin. Es wird ja immer so viel geredet von, man müsse jetzt vegan essen oder viele Leute würden vegan essen. Jetzt hat aber eine Umfrage gerade ergeben, dass die Deutschen doch nach wie vor sehr viel und sehr gerne Fleisch essen. Wie sehen Sie das? Wird zu viel Fleisch gegessen? Ja, es wird eindeutig zu viel Fleisch gegessen und das liegt natürlich auch daran, dass es jahrelang im Marketing hervorragend gemacht worden. Die Preise sind absolut im Keller für Fleisch und ich beobachte es aber an den Schulen der Kinder, dass viele, gerade Mädchen, Vegetarier oder Veganerinnen werden, aber aus Protesthaltung heraus. Nicht, weil sie nicht ein gutes Stück Fleisch schätzen, sondern weil sie sagen, so kann das mit der Tierhaltung nicht weitergehen. Und ich glaube, dass so eine Überzeugung wirklich über Jahre wachsen muss, dass man sie nicht über 4 Fernsehsendungen propagiert und dann schwenkt das im Land um. Das ist Quatsch. Wie oft in der Woche Fleisch ist okay für Sie? Ja, 1 bis 2 Mal. Ich denke, man sollte wirklich das absolut reduzieren und dann nur gute Qualität kaufen. Und jetzt, nachher, wenn das Frühjahr beginnt, die ersten Gemüse. Es gibt eigentlich nichts Köstlicheres und ich bin kein Veganer oder kein Vegetarier. Ein anderes Thema wird ja viel besprochen, das sind die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie. Die sollen ja nicht so doll sein, beziehungsweise es gibt Personalmangel. Ist das richtig? Ja, das ist dramatisch, das muss man wirklich so sagen. In der Gastronomie sind in den letzten 6 Jahren die Auszubildenden um 50% nach unten gegangen. Und das kann man nicht mehr auffangen. Das heißt, es wird immer mehr nur System geben, immer mehr nur vorgefertigte Waren und die kleinen Restaurants, die bleiben auf der Strecke. Aber ich bin der Überzeugung, dass auch die Gastronomen einen Großteil selber Schulter dran tragen, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, mangelnde Entlohnung und so weiter und so fort. Also da liegt vieles im Argen. Da muss man sich viel moderner aufstellen. Aber um den Trend umzukehren, dauert es Jahre. Es ist nicht in einem halben Jahr getan. Haben Sie sich eigentlich schon mal eine Pizza bringen lassen oder ist das ein Tabu für Sie? Das ist ein Tabu für mich. Eine Pizza selber zu machen geht ratzfatz und ich vermute, ich bin fast schneller fertig damit, als der Bringservice das macht. Und ganz ehrlich, ich hasse Pappgeschmack an der Pizza. Das geht gar nicht. Also Pizza mit allem, aber ohne Kapern? Pizza mit allem, aber je weniger auf der Pizza drauf ist, desto besser. Alles klar, herzlichen Dank und schönen Empfang wünschen wir noch. Neues Jahr. Ihnen auch. So,